Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Hier im Kanal geht es um Video-Marketing, Online-Business. Und was ganz konkret, erfährst du gleich hier nach. Ich glaube, das wird der längste Trailer, den je jemand gemacht hat. Also im Videosektor mache ich ja echt ultra kurze Trailer. Hier möchte ich aber mal erklären, erzählen und dir neugierig machen, was ich denn hier überhaupt mache und warum ich das Ganze mache und wer ich denn überhaupt bin. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, 2013 war das, da ist unsere Kanzlerin vor der Kamera und hat gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland. Okay, war es für viele auch. Es gab schon einige wie mich und ein paar andere, die gesagt haben, nee, ey, das ist kalter Kaffee, das kennen wir alle schon. Aber die Masse hat gesagt, ja, sie hat recht, wir kennen das noch nicht, wir wissen das noch nicht. Und vor allen Dingen haben die gesagt, wir wollen das noch nicht. Und davon gibt es immer noch jede Menge. Und mit dem Nicht-Wollen wird es immer weniger, also wenn Leute kapieren, dass sie ohne gar nicht mehr klarkommen. Aber mit dem Können und mit dem Verstehen noch nicht. Ich bin jemand, der immer schon Leuten beigebracht hat, mit Dingen klarzukommen. Als Fernsehtechniker habe ich den 80-Jährigen erklärt, wie man mit einem Videorekorder programmiert. Heute erkläre ich halt, wie man mit Kamera umgeht. Whatever. Hier im Kanal geht es um all das, was ich in 20 Jahren oder über 20 Jahren online so mitgekriegt habe. Der Ursprung war mal wegen Video. Ich habe hier eine Ausbildung im Videostudio gemacht der Universität Oldenburg. Und habe dann eigentlich, hätte ich Fernsehtechniker lernen sollen, wollen, müssen und war aber nie in der Werkstatt. Ich habe immer nur Videos geschnitten, ich habe Videos geguckt, ich habe Videos Kameraaufnahmen gemacht, habe den Studenten gezeigt, wie man eine Kamera umgeht, wie man einen Rekorder schneidet, Filme schneidet, habe die nachvertont, all diese Geschichte richtig gut gelernt, aber war nie in der Werkstatt. Habe dann die Prüfung mit Ach und Krach so bestanden und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Jetzt bist du Fernsehtechniker mit einer Note 4, schlag mich tot, da kriegst du keinen Fernsehtechnikerjob. Also, was tun? Ja, und dann kriege ich plötzlich einen Anruf vom NDR Hannover. Ja, hier ist der NDR. Ich sage, Oldenburg? Nee, Hannover. Wir haben ein paar Filme von Ihnen gesehen. Ich sage, wie das denn? Ja, hier ist Studioleiter, der hat uns Material von Ihnen zugeschickt. Ich sage, okay, da wusste ich gar nichts von. Gut, wollen Sie bei uns anfangen? Kommen Sie mal rüber, wir können es mal unterhalten. Ich nach Hannover, bam, sagte zu mir, es gibt zwei Sorten Techniker. Es gibt die eine Sorte, die wollen eingeschlossen werden in der Kammer, wollen ihr Problem da, nur das Problem sehen, wollen keine Menschen sehen, mit niemandem reden, sich nur da kümmern. Die wollen in dem Raum bleiben, mit niemandem zu tun haben, am besten nie gestört werden. Und die andere Sorte Techniker, die will raus. Die will zu Kunden, ständig neue Problemstellungen, ständig neue Lösungen entdecken, entwickeln, erfinden, mit den Kunden im Dialog sein und die Kunden zufriedenstellen und es genießen, dass die Kunden froh, strahlend, zufrieden sind. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Ich sage ganz klar, zur zweiten. Okay, sagt er, dann ab ins Team. Sie machen Kameraassistent, Hallo Niedersachsen. Ich sage, prima. So bin ich zum Fernsehen gekommen. Ich bin dann auch ziemlich bald schon wieder raus. Das hatte mit anderen Sachen zu tun, Privatisierung und etc. pp. Und Kamera wahnsinnig teuer, Schnittplatz teuer. Egal, ich bin dann irgendwann doch mal wieder im Bereich Fernsehtechnik gelandet, allerdings eher im Verkauf. Von da aus dann Computerverkauf, von da aus dann Vertrieb gemacht bei Apple. Hab dann hier diese ganzen Tausenden von Schulungen mitgemacht. Und das hieß ja mal ganz hochtrabend hier. Gold Archiving, bla bla bla. Und dann Product Professional, Certified Service Engineer, Software Engineer, Network Engineer. Also diese ganzen Voraussetzungen, um die Hardware, Software, Infrastruktur des Internets überhaupt unten drunter zu verstehen. Wie arbeitet ein Computer, wie arbeitet ein Prozessor? Richtig von, solide von der Pike auf. Ja, und dadurch hatte ich dann immer mehr Interesse auch an Online-Themen. Am Web, war aber noch im Apple-Bereich. Das schönste Erlebnis war dann bei Erdes Astrium, Raumfahrtunternehmen in Bremen, das erste digitale Videostudio in Europas zu planen, aufzubauen, einzurichten und dann die Mitarbeiter zu schulen. Das war eine ganz tolle Nummer. Hat dann eine Weile gedauert. Da kam sogar Andreas Zerr von Apple mal eingeflogen, um uns kurz die Firewire-Schnittstelle zu erklären. War echt auf ganz hohem Level. Hat richtig Spaß gemacht. So, und da war dann wieder mal so ein Berührungspunkt mit Video, aber ich war noch lange nicht wieder drin. Habe mich dann 2003 selbstständig gemacht mit Online-Marketing, hatte ja die ersten Webseiten gemacht, ich glaube, die erste gegen Geld 1999 oder so, oder 2000 war es, muss ich mal nachsehen. Dann Online-Marketing 2003, GeroWeb. GeroWeb heißt eigentlich Gerald Rusche Webservice, ursprünglich mal. Webservice, also den Leuten helfen, im Internet klarzukommen. Nichts anderes mache ich hier auch. So, und ich hatte, wie gesagt, 20 Jahre Zeit, das alles draufzukriegen. Und habe dann eben halt diese ganzen Dienste von der Pike auf gelernt. Also es ging los mit HTML, dann Suchmaschinenoptimierung, dann Suchmaschinenmarketing. Dann kam irgendwann Facebook dazu. Nee, Twitter, erst Twitter. Es kam Twitter dazu, dann kam Facebook dazu. Dann gibt es noch Netzwerke, die sind nicht mehr da, wie MySpace oder so. Oder ICQ. Alles immer rein. Und das musst du dir so vorstellen, ich mache das ja für Unternehmen. Also ich lebe ja davon, dass ich Unternehmen berate oder manche Leistungen auch für die ausführe. Dann sieht das so aus,
ich gehe aufs 10-Meter-Brett, was ich im echten Leben wahrscheinlich nie tun würde, gehe aufs 10-Meter-Brett, springe da runter mit dem Körper tief ins Wasser, drehe ein paar Runden und dann sage ich dem Unternehmen hinterher, wie das schmeckt, wie das riecht, wie das sich anfühlt, wie lang die Bahnen sind, wie hoch der Wasserstand ist, wie die Temperatur aussieht und ob das für Ihre Kunden, für Ihre Zielgruppe, für die geeignet ist oder die lieber ein anderes Schwimmbad nehmen sollten. So musst du dir das vorstellen. Und das habe ich mit jedem dieser Dienste gemacht. Ich bin irgendwann zum Video zurückgekommen. Zwar war das 2009, hat meine Tochter mich gefragt, du sag mal Papa, du kennst dich doch mit Video aus. Ich habe hier einen YouTuber, für den soll ich seine Videos schneiden. Ich sage, was ist denn YouTuber? Ja, zeigt sie mir YouTube. Ich denke, boah, Hammer. Wofür haben wir eigentlich nur Fernsehen? 2009, da gab es schon so viele Videos und damals schon nicht mehr nur Katzenvideos. Heute sieht das noch ganz anders aus. Ja, und da habe ich gesagt, gut, Mädel, was machst du, was sollst du? Ja, da ist hier so ein YouTuber. Auch zum Teil zu meinem Leidwesen gehöre ich ebenfalls zu den Menschen, die selten drei Schritte vorausdenken. Da gab es damals noch Fanvideos und dann haben die Fans haben die Videos von den YouTubern runtergeladen, haben die verhackstückelt, neu zusammengeschnitten, wieder hochgeladen. Weil zu der Zeit bestand YouTube fast ausschließlich aus Leuten, die Video liebten. Das ist immer so der schmale Grat zwischen spontan und totaler Verpeiltheit. Es war nicht wie heute so ein Entertainment-Netzwerk, sondern es war ein Netzwerk von Leuten, die selber Videos machten. Und dann haben die das hochgeladen und sie waren in der Top 3, also gehörte zu den drei beliebtesten YouTube-Fans von LeFloid. Und dann hat sie gefragt, sag mal, kannst du für mich nicht die Videos schneiden? Ich habe keine Zeit mehr und das wird mir alles zu viel. Ich brauche jemanden, der meine Videos fertig schneidet. Und da habe ich gesagt, ey, ich kenne diesen LeFloid nicht. Und Mädel, du bist 13, du gehst erstmal zur Schule. Hätte ich geahnt, dass der irgendwann mal bei Merkel sitzt, ein paar Millionen Abonnenten hat, egal. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir heute unterbringen. Sehr cool. Jeden dieser Dienste. Aktuell bin ich knietief in LinkedIn. Es wird auch wieder neue kommen und ich bleibe dabei. Ich bin eine Scanner-Persönlichkeit, wie der vom NDR ja auch schon festgestellt hat. Das heißt, immer was Neues, immer rein und dann den Mehrwert meinen Kunden oder in diesem Fall euch halt rüberzugeben. Und das ist das, was ich hier im Neuland-Lotsen-Kanal machen will. Ich will euch die Infos geben zu Video, zu Marketing, zu Online-Marketing, Social Media und alles, was mit Internet zu tun hat. Ich hoffe, dir gefällt das, was du dir ansehen kannst. Wird sicherlich auch mal was dabei sein, was dir nicht gefällt. Muss auch gleich dazu sagen, ab und zu gebe ich auch mal meine eigene Meinung aus. Ja, kommt auch vor. Ich hoffe, dir gefällt der Kanal. Wenn ja, abonniere den Kanal. Am besten Glocke läuten. Dann kriegst du auch mit, wenn was Neues kommt. Ansonsten teile das eine oder andere Video. Lass auf jeden Fall einen Kommentar da. Egal, wie es ausfällt. Und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis bald. Vielen Dank und ciao.